Gut, ich bin Imme Kuchenbrand, bin am Institut für romanische Sprachen und Kulturen im Fachbereich 10. Und unser Projekt Baustellen der Grammatik, das ist ein Brückenkurs für unsere Studienanfänger, um deskriptive Grammatikkenntnisse aufzufrischen, wo es nötig ist. Und das haben wir, also Gigi Apoletto und ich, gemeinsam beantragt und eben aus Geldern des E-Learning-Förderfonds vom letzten Jahr dann erstellen können. Mhm. Das ist jetzt ja ein Angebot, was ansetzt bei Vorkenntnissen, die die Studierenden eigentlich aus der Schule mitbringen sollten. Das heißt, das ist nichts, was eigentlich normalerweise ins universitäre Curriculum gehört. Mhm. Und das dann eben als E-Learning zu machen, gibt natürlich die Chance, ein Angebot zu erstellen, das genutzt werden kann, das hoffentlich auch Effekte zeigt, was aber eben nicht intensiv durch eine Lehrperson betreut werden muss. Das heißt, das ist eine Entlastung des Unterrichtsdeputats letztendlich. Da müssen wir nicht reinbuttern, aber wir bekommen trotzdem eben zusätzliche Lehreinheiten für die Studierenden, wo es dann vielleicht auch nötig ist. Es läuft. Also die Idee war ja sowieso von Anfang an, so haben wir es auch gemacht, dass das tatsächlich verpflichtend ist im sprachwissenschaftlichen Propädeutikum, also da, wo wirklich unsere Linguistikausbildung auch anfängt und wo dann die Grundkenntnisse der Grammatik auch da sein sollten. Und das ist jetzt im Moment ganz banal Scheinbedingung. Also wer den entsprechenden Grammatiktest, der da dran hängt, nicht besteht, der bekommt keinen Schein. Das müssen Sie machen und Sie haben dann, wenn Sie feststellen, dass Sie den Test nicht auf Anhieb bestehen, dann eben die Möglichkeit, selbstständig da weiter nachzuarbeiten. Ich bekomme im Moment die Rückmeldung über den Grammatiktest selbst, dass ich auch ein genaueres Bild bekomme, wo liegen wirklich die Schwierigkeiten, was dann auch wieder schönes Feedback für uns ist, was wir auch direkt im Propädeutikum wieder ansprechen können, einbauen können an entsprechender Stelle. Es ist jetzt am Dienstag im Rahmen des Propädeutikums mit evaluiert worden als E-Learning-Bestandteil in dem Kurs. Da haben wir die Ergebnisse natürlich noch nicht. Ich muss selbst auch noch mal sehen, eine kleine sinnvolle Evaluation, Feedback-Möglichkeit für mich, wie ich die noch mal einbaue als zusätzlichen Fragebogen. Und ansonsten bekommen wir natürlich punktuell immer mal wieder von Kollegen, es ist ja nicht nur für unsere Propädeutikum-Studierende, sondern steht im Prinzip jedem hier an der Goethe-Uni offen. Und da bekomme ich hier und da aus verschiedener Seite natürlich immer mal wieder auch eine Rückmeldung von Kollegen, die sich bestimmte Sachen angeguckt haben. Und ja, bisher haben wir noch keine vernichtenden Kritiken bekommen, sondern immer nur höfliche, nette, freundliche Kommentare, dass sich die Mühe insgesamt, denke ich, wahrscheinlich schon gelohnt hat. Und unser langfristiger Erfolg, das größte Lob wäre natürlich, wenn uns am Ende des Studiums jetzt in den nächsten Semestern niemand mehr durchfällt, weil es an diesen Stellen gehapert hat, sondern weil die Leute die Sachen wirklich dann auch gut parat haben. Nein, ich meine, die meisten sind ja sowieso relativ technikaffin und ständig mit Smartphones und sonst was zugange. Und wenn dann jemand sagt, gegen irgendwelche elektronischen Sachen habe ich grundsätzlich was, das kann in Einzelfällen natürlich vorkommen, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich für 99% unserer Zielgruppe. Naja, dass es langfristig eben gute Effekte zeigt und die Grammatikgrundkenntnisse auch wirklich sicherer da sind, dass das gut genutzt wird und denjenigen, die Lücken haben, eben tatsächlich auch hilft, diese Lücken auszubauen und wir dann in den Linguistikkursen das wirklich tun können, was wir eigentlich tun wollen, nämlich wirklich Sprachtheorien diskutieren und nicht erst anfangen zu üben, was ist ein Nomen, was ist ein Adverb.